Abgeordneter Leopold Steinbichler. Leopold Steinbichler zum zweiten Mal innerhalb von einer Stunde. Danke, Frau Präsidentin, sehr geehrter Herr Minister, geschätzte Zuseherinnen und Zuseher, Kolleginnen und Kollegen und Zuschauer auf der bei den Fernsehgeräten. Ich habe mich ganz bewusst hier zu diesem Punkt jetzt von Kollegen Zinkel gemeldet, weil ich denke, wir sollten nicht verkennen, und Kollege Pilz, mich wundert das, du wirst ja doch am vornehmsten behandelt, du wirst sogar zur Elefantenrunde dazugenommen, das kann man keiner erklären, aber da haben wir heute noch Möglichkeit, beim nächsten Tagesordnungspunkt nach dieser Wahlrede, wie du es bezeichnet hast, das auszudiskutieren, wie man solche Unterschiede macht, aber du wirst deine Wege gefunden haben. Aber wenn ich weiß, dass die Club-Obmänner in der Vorbesprechung die Tagesordnung beschließen, dann bin ich deshalb gegen den Antrag von Kollegen Zinkeln, weil ich denke, es ist mir gelungen, in den letzten 4 Jahren in diesem Hause den größten Lebensmittelskandal Europas aufzudecken. Und dieser Punkt, eine Palmölstrategie für Österreich, wird als vorletzter Tagesordnungspunkt gesetzt. Genauso wie die gesamten Agrardebatten in den letzten Jahren immer außerhalb der Fernsehsendezeit waren. Und das so wichtige Debatten waren. Wir haben es gerade gehört vorhin bei der Umweltdebatte, in welchem direkten Zusammenhang das steht. Und deshalb, Kolleginnen und Kollegen, muss uns bewusst sein, und bin der Meinung, stelle hier keinen Antrag, das Programm heute zu ändern, aber das ist nicht zufällig, das ist diese Demokratie, die wir so strapazieren im Wahlkampf, bei den Wahlplakaten, bei den Wahlreden, alle reden von Demokratie. Nein, sie gibt es nicht. Ich werde es dann erklären, nach der Rede von Herrn Bundeskanzler, wie man mit den Meinungsforschungen, mit den gekauften Meinungsforschungen die Leute beeinflusst, wie man hier die Nichtwähler hineinrechnet, die noch gar nicht zur Wahl gegangen sind. Und hier werden die Leute völlig falsch informiert. Die Medien machen mit, und auch in diesem Haus läuft es gleich. Ich wollte das unbedingt gesagt haben, weil ich das äußerst unfair finde. In einem Haus, wo über Demokratie gesprochen wird, wo über die Würde des Hauses gesprochen wird, dass auch hier nicht objektiv gearbeitet wird, weil man könnte hier wesentlich mehr, auch für kleinere Gruppen, wesentlich mehr tun, hier mehr Demokratie zu leben. Danke.